Hey Freunde, herzlich willkommen zum After Movie von JCamp 2018. Das Thema dieses Jahr war Roots. Tief verwurzelt im Glauben. Und das ist das, was ich jedem von euch wünsche. Was Daniel und ich, also nicht ich als Daniel, sondern Daniel Hoffmann und ich, euch wünschen, dass ihr tiefer verwurzelt werdet in eurem Glauben, in eurer Beziehung zu Jesus und einfach ein richtig starker Baum werdet. Dann hatten wir ein ultra krasses Angebot an Workshops, an Seminaren. Ich hoffe, dass ihr viel mitnehmen konntet. Komm mal runter, Habibi, du hyperventilierst, yo, chill mit den Churchies, was geht bei dir, Bro? Und der Kindergeburtstag, das war ein richtiges Highlight. Ich war als Kind zwar oft auf Geburtstagen, aber ich habe es immer geliebt, wie Süßkram zu essen. Und das war so unglaublich viel Süßkram. Ich hatte schon lange nicht mehr so viele Süßigkeiten gegessen. Und es gab super viele Spiele, super coole Aktionen. Beim Bowlen war ich halt nicht so gut, aber dafür ziemlich gut im Dosenwerfen. Ich habe mit zwei Würfen tatsächlich alles abgeräumt. Endlich Sonntag, danke Gott. All day church, ein Vollzeitjob. Wir gehen raus zum Spreaden. Love, worship mit dem Squad. Aha. Beim Drag Race habe ich nicht mitgemacht, weil ich so ein kleines Mädchen bin. Ich habe dann Angst, mich zu verletzen und schmutzig zu werden. Es tut mir leid, aber die Leute, die da mitgemacht haben, ihr seid richtige Maschinen. Also es war schon sehr, sehr spannend, das zu sehen, wie dann dieser Rutsche runtergerutscht sein und dann irgendwie unter diesen Dingern runter hergeklettert seid oder das ist ja nicht klettern, das ist ja eher so ein Krabbeln und euch schmutzig gemacht habt, nass gemacht habt. Und was es da für Videos gibt, was es da für Bilder von gibt. Ihr seid richtige verrückte Hühner, aber es hat richtig Spaß gemacht, euch zuzugucken, auch wenn ich nicht selbst dabei war. Smooth, Bruder, check unsere Crew. Bruder, rappen die Truth. Bruder, Gott ist so gut. Ja, er ist Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Wir ballern diesen Sound direkt vor deiner Tür. Schallabander klickt, der Track explodiert. Wir sind unashamed, irgendwelche Fragen. Ihr seid noch krasser als die Typen bei der NFL, die Football spielen, weil ihr habt Schwarzer Mann Extreme gespielt auf dem J-Camp. Es gehört irgendwie schon dazu, es ist Tradition und ihr wart dabei und es hat super viel Spaß gemacht. Banda, Maximilian und Alexander sind richtig aufgegangen auf der Stage. Die O-Bros waren da. Das war für mich ein persönliches Highlight, weil mein Schwager, der findet die ziemlich cool. Ich habe leider kein Foto von denen hingekriegt. Aber cool, dass die da waren. Die haben ein super tolles Interview abgegeben. Und das, was sie machen, wie sie eine Show abgezogen haben, das war ein Highlight für mich auf jeden Fall. Lass es bra, die Leute gehen ab, denn der Bass ist da. Bang, bang, radikale Liebe, Frucht des Geistes, gute Vitamine. Wir sind nice, denn wir retten die Delfine. Dinger mit Kindern mit unseren Leuten, die anderen sagen, wir wären nur Minder bemittelte Kinder mit Pickeln, die denken, sie wären die festen Tricks in der Welt, aber eigentlich sind wir nur Kinder des Vaters, wir kennen die Kinder des Höchsten. Ja, alle Dämonen machen sich zu Füßen. Ja. Das Krasse war, während des Konzerts gab es einen Moment, wo dann ein Typ nach vorne gehen soll, eigentlich zwei, und irgendwie der eine wurde wieder runtergeschickt und dann dachte ich so, hey, was ist denn jetzt los? Machen die jetzt eine Show? Haben die irgendwas geplant? Und dann kam seine Freundin und hat einen Heiratsantrag auf der Bühne bei den O-Bros auf dem J-Camp gemacht. Ich glaube, ich flippe. Auch wenn wir als Deutsche das letzte Spiel gegen die Österreicher verloren haben, muss ich trotzdem sagen, dass ich mit einem sehr, sehr guten Gewissen sagen kann, dass die Band betont, eine ziemlich nice Band. Das hat mir super viel Spaß gemacht, mit euch abzuhängen, mit euch Zeit zu verbringen, mit euch zu reden, mit euch zu quatschen. Ihr wart wie so eine kleine Familie für mich auch auf der Zeit. Und die Zeit mit euch auf der Bühne, neben der Bühne und die Zeit, die ihr im Lobpreis einfach vorbereitet habt, war ein riesen Highlight für mich. Und das war das JCamp 2018. Ich hoffe, ihr habt richtig viel Spaß gehabt, ihr habt neue Leute kennengelernt, habt genug gegessen und ich freue mich, euch vielleicht bald irgendwann wiederzusehen, weil ich muss jetzt nach Hause, ob meine Frau wartet. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel. Eine Sache noch, das war das JCamp 2018, Roots. Im Oktober starten die Vorbereitungen für 2019 und ich will dich herzlich dazu einladen. Notiere dir am besten jetzt schon den Termin 19. bis 23.06.2019. Wie gewohnt in Neukirchen. Wir freuen uns alle auf dich. Es wird legendär.